Lifetime bei Let's Dance und das heißt, wir haben einiges zu bequatschen. Wir reden heute über die drei Finalisten. Ich verrate euch meinen persönlichen Dancing Star 2022, der für mich eigentlich schon gekürt ist. Und wir reden über das traurige Ausscheiden von Amira Pocher in der letzten Folge. Und das heißt, wir legen mal los. Ich bin Miran Pelikan, Redakteurin der bunten.de. Und wenn ihr alles erfahren wollt, dann bleibt jetzt dran. Wir starten mit dem Halbfinale. Vier Promis haben es geschafft ins Halbfinale. Und leider musste nach drei harten Tänzen, die jeder absolvieren musste, Amira Pocher das Parkett verlassen. Ganz kurz vor dem Finale ist es natürlich irgendwie umso bitterer. Sie selber tatsächlich hat auf Instagram verraten, sie ist ein bisschen froh, dass die ganze Last von ihr abgefallen ist. Für Massimo Sinato tut es ihr besonders leid. Der hatte sich ja, das war ihr Profitänzer an ihrer Seite und der hatte sich ja wirklich extrem in die Choreografien reingehängt, hatte sich immer wieder tolle Sachen überlegt und hatte auch schon fürs Finale König der Löwen geplant als besonderen Act. Hätte ich umwerfend gefunden. Darauf müssen wir jetzt leider verzichten. Wir haben, trotz Ausscheiden meiner Favoritin, drei gigantische Tänzer im Finale. Da wäre einmal René Casselli, der Ninja Warrior Sieger. Dann haben wir Janine Ullmann, die Moderatorin, die ja wirklich auch über die ganze Staffel hinweg abgeräumt hat in Sachen Punkte, wie aber auch natürlich René. Bei beiden hagelt es super früh die 30 Punkte und immer wieder haben sie es geschafft, in Tänzen die Jury zu überzeugen. Und dann hätten wir noch Matthias und der ist für mich wirklich der Gewinner der Herzen. Der hat eh schon alles für mich gewonnen und ist wahrscheinlich auch Publikumsliebling. Deswegen glaube ich, kann er ganz entspannt ins Finale gehen. Ich würde sagen, René und Janine sind auf Augenhöhe, was das Können angeht. Matthias ist da noch ein bisschen mehr in der humoristischen Ebene vertreten. Ich finde aber trotzdem total zu Recht im Finale. Ich glaube, es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen René und Janine. Und meiner Meinung nach wird Dancing Star 2022, wenn ich mich jetzt festlegen muss, René. Ich freue mich riesig, vor allem auf die Special-Tänze von denen. Denn es gibt ja in jedem Finale, tanzen die Finalisten einen besonderen Tanz. Vorher haben wir schon gesagt, Amira Pocher hat ja das Geheimnis gelüftet, sie hätten König der Löwen getanzt. Ich weiß noch, zum Beispiel Judith Williams hat im Finale Wicked getanzt, auch ganz, ganz toll. Oder Alexander Sklav, der Gewinner, ich glaube fast der ersten Staffel. Er hat damals Dirty Dancing getanzt, unfassbar toll gemacht und da freue ich mich besonders auf die Kostüme. Mal schauen, was die Promis da raushauen und besonders auch die Profitänzer. Und dann dürfen sie natürlich auch noch ihren Lieblingstanz performen. Auch da freue ich mich besonders, was wir da sehen werden. Das heißt, wir haben ein pickepackevolles Finale. Ich freue mich riesig. Ich hoffe, ihr fiebert auch vor den Bildschirmen mit. Und ich danke euch fürs Zuhören und dann vielleicht bis ganz bald. Tschüss!